Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte Sie euch ganz herzlich begrüßen zu unserem abendlichen Webinar. Ich freue mich sehr, dass so viele Teilnehmende dabei sind. Insbesondere begrüßen möchte ich Professorin Veronika Grimm. Professorin Veronika Grimm ist eine der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftlerinnen in Deutschland. Sie ist Mitglied der sogenannten Wirtschaftsweisen und damit eins der bedeutendsten Beratungsgremien für die Bundesregierung und insbesondere für das Wirtschafts-, Klima- und Energieministerium. Sehr schön, dass Sie da sind. Es freut mich sehr, dass Sie heute Abend hier teilnehmen. Dann als Weiteren haben wir Reinhard Bütikofer. Reinhard Bütikofer war viele Jahre Parteivorsitzender, war viele Jahre Generalsekretär, hat eine sehr, sehr lange politische Erfahrung, ist einer unserer besten Experten im Europaparlament für insbesondere außenpolitische Handelsfragen, ist insbesondere auch ein China-Experte, hat damit viel Erfahrung im Umgang mit autoritären, diktatorischen Regimen, wie sich Demokratien dagegen wehren können. Und es freut mich sehr, dass Reinhard hier mit dabei ist. Reinhard wird uns etwas früher verlassen müssen, weil sich die Debatten im Europaparlament verschoben haben. Das ist gar nichts Ungewöhnliches in Parlamenten, dass sich da Zeiten verschieben. Aber es ist jetzt genau so, dass die China-Debatte in unsere Veranstaltung reinfällt. Und da muss Reinhard selbstverständlich reden. Und denn neben der Herausforderung, die der verbrecherische Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine ist, ist China auch eine große Herausforderung für uns. In beiden Fällen handelt es sich um autoritäre, diktatorische Regime. Das eine Land hat bereits eine Demokratie überfallen und begeht da schwere Verbrechen. Das andere Land droht mit dem Überfall auf eine Demokratie, nämlich Taiwan. Jetzt sind die Fälle überhaupt nicht zu vergleichen, aber beides sozusagen stellt uns für große Herausforderungen. Und wir haben jetzt so gesagt, Reinhard würde 4, 5 Minuten was sagen, dann wird Professorin Veronika Grimm so 7, 8, 9, 10 Minuten ihre Sicht erläutern. Dann würde ich noch ein paar Takte sagen und dann ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Idealfall nutzen Sie dafür die Chat-Funktion. Ich versuche, die dann zu bündeln und manches selbst zu beantworten und manches zu verteilen, insbesondere Frau Professorin Veronika Grimm und an Reinhard Bütikofer, solange er noch da ist. Reinhard, ich freue mich, dass du dabei bist und du hast direkt das Wort. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Grüße aus Straßburg. Vielen Dank, Toni, dass du diese Diskussion angeregt hast. Ich will tatsächlich nur ein paar wenige Bemerkungen machen, weil ich glaube, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am meisten davon, wenn Sie Frau Professor Grimm ausführlich hören können. Aber ich will ein bisschen berichten, wie sich die Debatte im Europäischen Parlament entwickelt. Die Debatte darüber, wie wir insgesamt und wie gerade auch wir Deutsche mit der Abhängigkeit vom Bezug fossiler Energien aus Russland umgehen, gerade vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine, das ist sicherlich ja, die oder eine der allerheißesten Debatten, die wir im Europäischen Parlament derzeit haben. In unserer grünen EVA-Fraktion gab es diese Woche auch eine Diskussion dazu. Da standen sich zwei Positionen gegenüber. Die eine Position argumentierte für einen sofortigen Stopp aller Energieimporte aus Russland, also ein jetzt beginnendes Energieembargo. Die zweite Position argumentierte dafür, dass man jetzt ein Embargo für Kohle und Öl in Betracht zieht, aber wegen der Schwierigkeiten, die insbesondere ja auch von der Bundesregierung immer wieder genannt werden, bei Gas flexibler ist. Die Mehrheit unserer Fraktion, etwa im Verhältnis 2:1, hat sich für die erste Position entschieden, also für ein jetzt sofort greifendes
Energieembargo. Damit befindet sie sich, glaube ich, in der Gesellschaft der meisten Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Der ehemalige belgische Premierminister Guy Verhofstadt hat gerade eine Initiative gestartet, mit der er Unterschriften gesammelt hat für eine solche entschiedene Forderung. Und solche Initiativen, in denen man fraktionsübergreifend Unterstützung einsammelt, die kommen im Europäischen Parlament oft vor. Aber Guy Verhofstadt hat mehr als 200 Unterschriften gesammelt unter diesem Brief. Und ich glaube, wenn morgen eine Abstimmung wäre im Europäischen Parlament, dann wären von den knapp über 700 Abgeordneten wahrscheinlich mindestens 500 für diese Position. Das muss man zunächst mal zur Kenntnis nehmen, und daraus entwickelt sich natürlich ein ziemliches politisches Dilemma für uns Grüne, weil wir ja eigentlich zu denjenigen gehört haben, die vor dieser hohen Energieabhängigkeit von Russland gewarnt haben. Wir waren gegen die Politik, die sich zum Beispiel im Bau der Pipeline Nord Stream 2 ausgedrückt hat, sind jetzt aber in einer Situation, wo wir in der Bundesregierung Verantwortung tragen für das Management einer Sackgassensituation. Und das haben ja wahrscheinlich alle mitgekriegt, die den Robert Habeck im Fernsehen gesehen haben, dass das natürlich keine Situation ist, die man sich wünscht, aber auch keine, bei der man sich einfach wegdrücken kann. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir in dieser Situation nicht einfach nur sagen können, also wir können jetzt nicht den Gashahn sofort völlig zudrehen, sondern ich glaube, wir müssen bereit sein, Schritte zu gehen, um so weit wie möglich und so schnell wie möglich aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, weil das nicht nur ein ökonomisches Exempel ist, sondern auch eine Frage hochpolitischer Art, eine moralische Frage, eine Frage an unseren politischen Charakter. Und was mir hier in den Diskussionen immer um die Ohren geschlagen wird, ist, dass Deutschland Bremser sei, dass Deutschland ein Bild der Zögerlichkeit abgebe, nicht nur bei der Energiefrage, sondern auch zum Beispiel, wo es um die Unterstützung mit Waffenlieferungen geht. Und ich glaube, dass man das vielleicht in Berlin nicht ganz so deutlich spürt wie hier, aber ich glaube, dass das ein ziemliches Problem ist, auch für die Position Deutschlands gegenüber unseren Partnern, insbesondere denen in Mittel- und Ost- und Osteuropa. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn jetzt die Kommission vorschlägt, man wolle also den Zug von Kohle stoppen, das in dem nächsten Sanktionspaket. Das wäre aus meiner Sicht sicher ein richtiger Schritt, aber ich denke eigentlich, wir müssten weitergehen. Ich denke eigentlich, wir müssten jetzt auch einen Ölboykott durchsetzen. Ich glaube, die Gründe, die ökonomischen Gründe, die genannt werden, warum man vielleicht das Gas nicht sofort völlig abdrehen kann, die gelten jedenfalls nicht mit Blick auf das Öl. Und ich glaube, wir sollten da über diese Zögerlichkeit hinwegkommen. Ich glaube, dass das auch mit Risiken behaftet ist, diese Position, also auch in der deutschen Debatte. Und ich finde auch nicht, dass alle diejenigen, die jetzt für so eine Position trommeln, das besonders glaubwürdig tun. Also insbesondere diejenigen, die 20 Jahre lang
dafür gearbeitet haben, dass wir in diese Abhängigkeit geraten und jetzt so tun, als müsste die neue Bundesregierung das in 20 Tagen sozusagen revidieren, sind damit nicht glaubwürdig. Aber ich glaube, das hilft uns nichts, dieser Verweis, sondern wir müssen jetzt in dieser Situation eine politische und nicht nur eine ökonomische, eine politische Gesamtabwägung treffen und angesichts der Gräuel, angesichts der fundamentalen Bedeutung der Frage, wie dieser Konflikt, wie dieser Krieg ausgeht, ist meines Erachtens nötig, dass wir da mehr tun, auch als Deutsche mehr tun, als wir jetzt bis jetzt bereit waren zu tun. Und deswegen bin ich auf jeden Fall mindestens für ein Öl- und Kohleembargo jetzt. So viel zu meiner Position und zu der Diskussion im Europäischen Parlament. Vielen Dank, Reinhard. Dann würde ich direkt an Frau Professorin Veronika Grimm weitergeben. Denn, wie gesagt, es gibt eine intensive Debatte in Deutschland, wo in meinen Augen sehr emotional Schreckensszenarien an die Wand gemalt werden. Millionen von Arbeitsplätzen, die ganze Industrie kollabiert, alle Lieferketten reißen. Ich habe da allerdings auch ganz andere Positionen gesehen. Und wie gesagt, das mit der politischen Gesamtabwägung teile ich absolut. Denn ich glaube, dass die Position, die wir im Moment einnehmen, uns mittelfristig schadet. Neben dem, dass sie einfach dazu führt, dass de facto weiter Hunderte von Millionen an das Regime Putin überwiesen werden, das schwerste Kriegsverbrechen begeht. Aber jetzt Frau Grimm, bitte sehr. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Hofreiter. Danke erstmal für die Einladung und für die Gelegenheit zum Austausch hier. Ich glaube, sie hat es vielfältig dargelegt, dass Deutschland besonders abhängig von russischen Energieimporten ist. Und es gibt jetzt viele Studien aus ganz verschiedenen Blickwinkeln, die das Thema beleuchtet haben. Und zwar einerseits energiewirtschaftliche Studien, die sich vor allen Dingen mit der Gasabhängigkeit und der Möglichkeit, über den nächsten Winter zu kommen, auseinandergesetzt haben. Es gibt Konjunkturprognosen, die Szenarien gerechnet haben, wo abgeschätzt wird, was wäre denn der Konjunktureinbruch, der zu erwarten wäre, bei einem Lieferstopp von Öl und Gas. Und dann gibt es Handelsmodelle, die auch BIP-Abschläge, also Abschläge auf das Bruttoinlandsprodukt, errechnen, die zu erwarten wären, wenn es eben zu einem solchen Lieferstopp kommt. Und die Abschätzungen des wirtschaftlichen Einbruchs, die sind signifikant, zwischen 3 und 6% Wirtschaftseinbruch. Also wir würden in einer Rezession landen, Dimension Corona. Und man darf das natürlich jetzt nicht kleinreden. Aber diese Abschätzungen sind alle gemacht worden mit Blick auf die Situation, dass wir in einer absolut brisanten sicherheitspolitischen Lage sind in Europa. Und das hat auch teilweise zu Verwirrung geführt in der medialen Kommunikation. Es stand da dann teilweise, das sei handhabbar, das sei machbar. Machbar, handhabbar, vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht aus sicherheitspolitischen Erwägungen heraus eben genauso eine Entscheidung treffen müssen. Und so muss man das auch interpretieren. Es wäre wirtschaftlich ein harter Einschnitt. Insbesondere die Abhängigkeit beim Gas ist signifikant. Und beim Gas ist die Herausforderung sozusagen einerseits eine unmittelbare, wenn es zu einem Lieferstopp käme, kann es zu Verwerfungen kommen, einfach weil bestimmte Akteure, bestimmte Unternehmen dann in die Bredouille geraten, auch finanziell unter Druck geraten können, sodass man sicherlich einen Schutzschirm bräuchte. Also man bräuchte fiskalische Maßnahmen, um das abzufedern, diese unmittelbaren wirtschaftlichen Verwerfungen, die dadurch einfach entstehen können, dass die Preise rapide ansteigen und man dann, das kann auch große Konzerne in die Knie bringen, es kann zu Lieferketten-Problematiken führen, dass Lieferketten durchbrochen werden. Und da muss man natürlich sich drum kümmern. Also es bräuchte sozusagen eine Maßnahme des Staates, um mit dieser unmittelbaren Situation des Lieferstopps umzugehen. Und beim Gas ist es so, dass man aufpassen muss, dass man durch den nächsten Winter kommt. Und die Schlussfolgerung ist eigentlich, dass man unmittelbar wirklich alles in Bewegung setzen muss, um dazu beizutragen, den nächsten Winter vorzubereiten. Das bedeutet Gas auf dem Weltmarkt beschaffen. Das ist nicht nur, das ist nicht unbedingt in dem notwendigen Umfang frei verfügbar, sondern man muss unter Umständen auch mit anderen Regionen der Welt sprechen. Japan, Korea. Japan haben zum Beispiel die EU und USA ja ausgeholfen anlässlich der Katastrophe von Fukushima. Da sind LNG-Ströme umgelenkt worden nach Japan. Ähnliches könnte man sich in so einem Fall jetzt auch vorstellen in der anderen Richtung. Dann
ist es natürlich so, dass wir Gas ersetzen müssen. Gas ist speicherbar. Das heißt, wir können jetzt schon dafür sorgen, dass wir möglichst viel einspeichern, um dann durch den nächsten Winter zu kommen und da besser vorbereitet zu sein. Und man bräuchte ein Energieeffizienzprogramm, um Einsparmöglichkeiten zu realisieren, wo immer das möglich ist. Die sind sehr umfangreich. Es ist aber so, dass nicht alle diejenigen, die Energie sparen könnten, insbesondere Gas sparen könnten, den Anreiz dazu haben, weil viele sehen das Preissignal sehr verzögert. Also man müsste tatsächlich die Menschen sehr klar durch Aktionsprogramme darauf aufmerksam machen, weil die Preisreaktion ist ein Teil, zum Beispiel beim Kraftstoff gibt es natürlich einen Nachfragerückgang, weil die Preise so hoch sind, aber in bestimmten Bereichen sieht man die Preise nicht in Echtzeit und deswegen braucht man natürlich jetzt Programme, die dann zur Einsparung anregen. Das ist eigentlich notwendig, unabhängig davon, ob wir den Lieferstopp selbst auslösen oder der von Russland initiiert wird. Das droht einfach und deswegen muss man wirklich alles daran setzen. Ein Teil passiert politisch schon, ein Teil passiert noch nicht und da muss man wirklich nochmal sehr viel konsequenter rangehen. Auch sowas wie ein Tempolimit ist natürlich absolut angebracht in dieser Situation. Das einzuführen ist eh sinnvoll, aber jeder, der das noch nicht sinnvoll fand vorher, der müsste jetzt eigentlich auf den Zug aufspringen, weil natürlich auch das Energie einspart und vor allen Dingen auch ein Signal an die Bevölkerung sendet, dass es eine brisante Situation ist. Das fehlt bisher noch. Jetzt fragt sich, Sie hatten das eben schon erwähnt, die Debatte wird sehr emotional geführt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Nebelkerze, das als rein emotional zu brandmarken quasi. Es wird ja dann einem oft vorgeworfen, man sei, argumentiere jetzt so emotional. Das ist keine emotionale Debatte. Ein Embargo wäre meine Meinung, es ist eine absolut rationale Entscheidung, die Zahlungsströme, die aktuell noch aus der EU nach Russland fließen, so weit wie möglich zu verringern, um eben zu verhindern, dass die Devisen dazu beitragen, Russland besser in die Lage zu versetzen, diesen Konflikt voranzutreiben, die Aggression auszuweiten. Dieser Vorwurf, das würde nicht direkt den Krieg finanzieren, das halte ich für eine absolute Nebelkerze. Wir haben die Devisen in der Zentralbank eingefroren. Wir überweisen, seit Kriegsbeginn sind es 20 Milliarden Euro, die an Russland überwiesen wurden aus der EU. Und das ist natürlich Geld, das verwendet wird. Das natürlich nicht unmittelbar verwendet wird, um Panzer zu kaufen, aber um den Rubel zu stützen, um Importe zu realisieren, um möglicherweise Söldner zu bezahlen, die eben nicht in Rubel bezahlt werden wollen, um andere Dinge zu erledigen. Fallen diese Einnahmen weg, wäre zu erwarten, dass die russische Wirtschaft empfindlichst getroffen wird. Es ist so, dass die aktuellen Sanktionen natürlich hart sind, aber man auch beobachtet mit der Zeit, dass seit die Sanktionen verhängt wurden, wieder mehr Spielräume sich eröffnen, einfach dadurch, dass zu Beginn die Akteure auch gerade im Finanzmarkt nicht genau wussten, welche Transaktionen sind zulässig, welche nicht. Da wurde vieles nicht gemacht. Jetzt hat sich das besser ausdifferenziert und jetzt hat man auch gelernt, die Sanktionen nicht zu umgehen, aber mit den Sanktionen eben so umzugehen, dass man die Spielräume sich eröffnet. Und das sieht man auch an den Finanztransaktionen und Finanzmarktdaten. Und das ist natürlich besorgniserregend, weil das hat ja auch dazu geführt, zum Beispiel, dass der Rubel sich relativ schnell erholt hat. Man sieht, dass die Importe florieren und einfach wie gehabt weitergehen. Und das ist natürlich das sind natürlich alles Zeichen, dass man durchaus darüber nachdenken muss, wie man diesen massiven Zahlungsstrom eindämmt. Nun ist die Frage, macht man unmittelbar ein komplettes Embargo oder macht man erstmal ein Ölembargo? Ich würde auch denken, ein Ölembargo, das könnte man umsetzen und man könnte bei Gas eine Importsteuer auferlegen und dadurch auch eben die Zahlungen, die nach Russland fließen, einfach zumindest schon mal reduzieren. Jetzt kommt natürlich dann gleich das Gegenargument, wird dann nicht ein Lieferstopp von Seiten Russlands verhängt? Das riskiert man
unter Umständen. Aber man hat jetzt bei dieser Debatte um die Zahlung in Rubel auch gesehen, dass ja doch offensichtlich Putin daran liegt, diese Einnahmen zu realisieren. Es war ja nicht so, dass man dass er ernst gemacht hat, damit dann die Gaslieferungen einzustellen, sondern man hat sich eben dagegen ausgesprochen, in Rubel zu zahlen. Und dann kam relativ schnell auch von Seiten Putins der Anruf, dass man sich doch da einigen könnte. Also es ist offensichtlich, dass Russland an diesen Einnahmen gelegen ist, und das macht es eigentlich auch noch mal dringender, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, auf welche Art man diese Einnahmen reduzieren kann. Zwei Sachen möchte ich noch sagen, bevor ich an Sie zurückgebe. Und zwar, zum einen ist ein sofortiges Embargo meiner Meinung nach was strategisch völlig anderes als ein als lang mittelfristig die Abhängigkeit von russischen Energieträgern zu verringern. Mittelfristig ist es ja so, dass wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir das jetzt so vehement ankündigen, dann geben wir ja Russland und vielleicht auch China den Hinweis, dass sie sich doch beeilen sollten, ihre Verbindung, ihre Handelsbeziehung schneller auszubauen. Es gibt ja schon die Pläne für die Power of Siberia 2 Pipeline, die Yamal-Gasfelder, die uns auch beliefern, mit Asien verbindet. Diese Verbindung gibt es bisher nicht. Deswegen hat ja Russland auch keine Möglichkeit, das Gas kurzfristig anderweitig zu verkaufen. Wenn wir jetzt ein paar Jahre Zeit geben, dann ist das natürlich anders. Dann ist eben die Möglichkeit da, dass man sich da verknüpft. Das heißt, eine mittelfristige Unabhängigkeit bedeutet bei uns höhere Energiebezugskosten, weil wir ja dann auf andere Quellen, die teurer sind, zurückgreifen müssen. Russland wird da auch etwas einbüßen, weil wahrscheinlich China nicht so viel zahlt wie wir. Aber wahrscheinlich wird das vor allen Dingen diesen Krieg nicht beeinflussen und uns da möglicherweise auf Dauer auch zumindest in dieser Konfliktsituation nichts nützen. Die zweite Sache ist die Frage, wie wird denn dieses Signal interpretiert? Ich glaube, sowohl die moralisch-ethische Dimension als auch die Frage Reputation auch Deutschlands bei den westlichen Bündnispartnern ist eine sehr wichtige, die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Aber die strategische und auch die ökonomische, weil eine dauerhafte Konfliktlage in Europa ist natürlich auch kein gutes Umfeld, um wirtschaftlich zu wachsen. Also Sicherheit ist eigentlich die Grundlage von Wirtschaftswachstum. Insofern gibt es auch langfristig natürlich, wenn wir den Konflikt nicht eindämmen, klare ökonomische Konsequenzen. Aber noch viel schlimmer eigentlich, finde ich, oder noch viel bedenklicher, dass natürlich unser Handeln jetzt auch interpretiert wird, sowohl von Seiten Russlands als auch von Seiten Chinas. Es stellt sich ganz klar die Frage, was ist denn zu erwarten, wenn man in dieser neuen machtorientierten Weltordnung mit Waffengewalt versucht, seine Ziele zu erreichen. Und wenn die Schlussfolgerung ist, sobald es uns wirtschaftlich wehtut, da sind wir aus dem Spiel, dann wird das dazu führen, dass wir einfach auch mehr Gewalt erleben und dass wir mehr ähnliche Problematiken sehen werden, dass mehr menschliches Leid resultiert. Insofern ist es auch aus der Perspektive wichtig, diese langfristige strategische Dimension zu sehen. Und da spricht vieles dafür, dass wir in den sauren Apfel beißen müssen und jetzt uns überlegen müssen, wie wir strategisch vorgehen. Aus meiner Sicht ist das Spektrum nicht Embargo oder nicht Embargo. Diese 0-1-Diskussion ist auch schädlich. Es gibt viele Zwischenschritte, hatten wir ja jetzt auch schon in der Diskussion. Herr Bütikow hat es angesprochen. Ich würde auch denken, es gibt da Zwischenschritte. Es gibt diese Ölembargo-Diskussion, es gibt die Importsteuer, es gibt die Möglichkeit, Treuhandkonten zu verwenden und das Geld nicht freizugeben, bevor nicht bestimmte Meilensteine erreicht werden. Aber unter all diesen Alternativen ist, glaube ich, gar nichts ziehen oder sehr moderat vorgehen, ist wahrscheinlich die schlechteste Alternative. Vielen Dank, Frau Veronika Grimm. Fand ich sehr, sehr spannend. Insbesondere fand ich sehr, sehr spannend auch die Ausführungen, dass das Argument, dass das Embargo nichts hilft gegen den Krieg, das wird ja immer plastisch damit begründet, dass die Panzer bereits gebaut sind, dass sie das so klar als Nebelkerze bezeichnet haben. Nicht. In meinen Augen ist das auch eine reine Nebelkerze, denn ein System wie Russland, die Diktatur von Putin, lebt ja nicht nur davon, dass die Panzer bereits gebaut sind, sondern das ganze System muss ja am Laufen gehalten werden. Der Rubel muss stabil gehalten werden, die Beamtengehalte müssen bezahlt werden. Also das ganze System muss laufen und das wird man sehr empfindlich treffen. Meine persönliche Position dazu ist,
dass wir versuchen sollten, so schnell wie möglich ein Energieembargo umzusetzen. Auf alle Fälle ein Kohle- und Ölembargo. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir in der Lage wären, ein Gasembargo zu stemmen. Nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von einer Woche bis 14 Tagen. Und ich teile auch absolut die Position, dass, wenn man sagt, mittelfristig, das gibt Russland die Möglichkeit anzupassen. Und was heißt mittelfristig? Bei Gas heißt es in 2, 3 Jahren. Und das würde bedeuten, dass wir die Diktatur Putin 2, 3 Jahre weiterfinanzieren und unter Umständen der Krieg weitergeht. Das führt eben, wie gesagt, zu sehr, sehr hohen Kosten. Und selbstverständlich braucht es dafür, wenn wir uns dafür entscheiden, zum Beispiel die zuständigen Banken bei SWIFT rauszuschmeißen, wie man das ja praktisch machen würde, oder auch erstmal nur ein Öl- und Kohleembargo und für Gas auf ein Treuhandkonto zu überweisen oder eine hohe Importsteuer zu zahlen. Selbstverständlich bräuchte es ein Rettungspaket und selbstverständlich bräuchte es auch wieder Kurzarbeitergeld. Aber wir haben das bei Corona geschafft und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir es auch hier schaffen würden, wo die Gräuel noch deutlich, deutlich größer sind und die langfristigen Kosten haben Sie bereits erwähnt. Wir haben bereits eine Reihe von Fragen. Die erste Frage ist, stimmt es, dass Russland am Öl mehr verdient als am Gas? Bisher hat es gestimmt. Russland hat am Öl deutlich mehr verdient als am Erdgas. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, Faktor sogar 4:1. Jetzt ist der Erdgaspreis sehr stark gestiegen. Deswegen verdient Russland auch nochmal daran, beziehungsweise das System Putin, das ist ja das Perverse, dass durch die stark steigenden Rohstoffpreise, insbesondere für fossile Rohstoffe, die Russland ausgelöst hat durch den Krieg, davon auch noch jetzt massiv finanziell profitiert. Dann gibt es die Frage, um wie viel könnte ein vollständiges Embargo Gas, Öl und Kohle den Krieg verkürzen? Das ist schwer zu beurteilen, aber es würde das System Putin einfach in allergrößte Schwierigkeiten bringen. Dann haben wir die Frage, wie sähe die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung infolge eines Embargos für Russland aus? Da hat Frau Grimm schon einiges dazu gesagt, aber da ist, wie gesagt, verschiedentlich nachgefragt worden und deshalb vielleicht, Frau Professorin Grimm, mögen Sie das nochmal etwas ausführen. Was hätte das für Folgen sozusagen für die ökonomische Entwicklung in Russland, wenn wir dieses Embargo zeitnah umsetzen würden? Ja, es ist natürlich so, dass es erstmal sehr schwer vorherzusagen ist. Also aktuell wird der Wirtschaftseinbruch Russlands aufgrund der aktuellen Sanktionen aufgrund allein der aktuellen Sanktionen auf 10-15%, -10-15% geschätzt. Jetzt ist es natürlich so, dass aktuell der Rubel sich erholt hat, die Importe weiter realisiert werden. Und man natürlich das Kriegsgerät schon gebaut hat. Man hat allerdings auch Berichte gelesen, dass teilweise Panzerfabriken dann nicht weiter betrieben werden konnten, weil Zulieferung fehlte. Es ist so, dass wenn wir jetzt relativ schnell die Devisenströme nach Russland kappen würden, dass dann natürlich zunächst mal die Möglichkeit wegfallen würde, Güter zu importieren. In relativ großem Umfang. Maschinen sind dabei, Teile, Zulieferungen für Lieferketten sind dabei, teilweise auch höherwertige Lebensmittel sind darunter. Und das sind natürlich alles Güter, die dann in Russland fehlen würden, die man teilweise auch nicht ersetzen könnten, wo es natürlich dann auch zu Lieferkettenproblematiken kommen kann. Es ist so, dass man dann natürlich sich selbst helfen könnte, indem man Geld druckt. Also die Rubel, kann Russland ja selber zur Verfügung stellen. Allerdings ist es so, dass man dadurch mindestens mittelfristig natürlich die Inflation anheizen würde. Und das wäre dann die Frage, wie schnell diese Effekte dann eintreten, die Effekte der Geldmengenerhöhung auf die Inflation. Da ist es natürlich so, dass man auch alle möglichen Verhaltenseffekte mit berücksichtigen muss. In dem Moment, wo die Menschen dann denken, dass Geld wird weniger wert sein, kommt es zu Hamsterkäufen, damit man auch früh genug an die Produkte kommt, bevor die Preise steigen. Das dürfte definitiv zu einem signifikanten Wirtschaftseinbruch führen und dürfte natürlich das System destabilisieren. Und mit der Zeit wäre es natürlich auch so, dass dann bestimmte
Teile, Komponenten einfach fehlen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, man weitet die Sanktionen bezüglich der Importe von bestimmten Produktkategorien aus. Hier ist natürlich aber dann die Frage, kann das nicht umgangen werden, weil man relativ einfach auch die Sanktionen am Ende umgehen kann, indem man über Drittstaaten und Drittbanken handelt. Also solange jetzt nicht alle Banken aus dem SWIFT-System ausgeschlossen sind und Devisen auf die Konten von bestimmten Banken fließen können, die auch die Möglichkeit haben, dieses Geld zu verwenden, ist es eben nicht so klar, ob es gelingt, durch weitere Sanktionen, Handelssanktionen, dann tatsächlich die Importe von bestimmten Gütergruppen sehr, sehr zielgenau zu verhindern. Vielen Dank. Wir haben einen ganzen Schwung weitere Fragen. Eine der Fragen ist, welche Auswirkungen hätte ein Energieembargo in Europa auf den globalen Süden? Ich glaube, dass wir dann nochmal die Rettungs- oder die Hilfsmittel ausweiten müssten für reine Länder im globalen Süden, nämlich man würde mit Russland ca. 20% des Gasmarktes rausnehmen. Es gäbe natürlich auch Kompensationen, weil Russland versuchen würde, sein Erdgas zum Teil, wo es möglich ist, in vielen Fällen gibt es die Leitungen schlichtweg nicht, also die Gaspipelines woanders hin zu verkaufen. Aber es hätte Auswirkungen, die darf man nicht unterschätzen, so wie es bereits jetzt massive Auswirkungen hat, weil große Mengen von Weizenprodukten gerade aus der Ukraine wegfallen. Also das hat Auswirkungen, insbesondere auch auf die Länder des globalen Südens. Dann muss man sich darüber bewusst sein, dass eine ganze Reihe von Ländern auch in Europa noch mal deutlich abhängiger sind von russischen Erdgaslieferungen, als das Deutschland ist. Es gibt Länder wie zum Beispiel die Slowakei, die 100% ihres Erdgases von Russland beziehen. Für Deutschland war es im ersten Quartal waren es nur noch 40%, also bereits deutlich weniger als die ursprünglichen 55%. Dann gab es Fragen in die Richtung, sind eigentlich die Flüssiggasterminals, die bereits bestehen, in Europa schon ausgelastet? Nein, die sind zum Glück nicht ausgelastet. Wir haben im letzten Jahr ca. 1000 Terawattstunden Erdgas verbraucht. Also Erdgas ist ungefähr 25% unseres Primärenergie, also unseres Gesamtenergiebedarfs, also ca. ein Viertel. Und von diesen 1000 Terawattstunden liefert hochgerechnet vom ersten Quartal würde uns Russland, wenn es so weitergehen würde, wie im ersten Quartal ungefähr 400 Terawattstunden liefern. Man geht davon aus, dass noch ca. 150 Terawattstunden durch LNG-Terminals ersetzt werden könnten. Man muss dazu wissen, dass die Industrie benötigt ca. 270 Terawattstunden von den 1000 Terawattstunden. Und deshalb im Sommer ist der Erdgasbedarf viel, viel niedriger, weil nicht geheizt werden kann. Und da hat die Bundesregierung bereits was Kluges gemacht, nämlich sie hat die Gazprom-Töchter in Deutschland der Bundesnetzagentur unterstellt, sodass man die Speicher über den Sommer sehr gut füllen kann mit Erdgas aus anderen Quellen, aus LNG-Quellen, aus Norwegen und nicht wie dieses Jahr, wo die Speicher de facto leer waren, weil sie in der Hand von Gazprom sind. Also es gibt da eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man insgesamt da agieren kann. Dann gab es, wie gesagt, Fragen, wie groß ist die Auswirkung auf die Wirtschaft, wenn Putin auch Polen oder das Baltikum angreift oder sogar Deutschland, dann sind wir auf dem Weg im Dritten Weltkrieg, wenn ein NATO-Gebiet angreift. Und das ist auch einer der Gründe, warum eine ganze Reihe von Menschen und unter anderem auch ich dafür bin, dass wir jetzt sozusagen möglichst deutlich reagieren auf den Überfall und den Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, damit um den Konflikt so kurz wie möglich zu halten. Nämlich es kann ja auch durch Zufall, durch Ausversehen, bereits ganz in der Nähe der polnischen Grenze sind Raketen runtergekommen, kann es zu einer Ausweitung des Konflikts kommen. Und deshalb müssen wir jetzt natürlich vor allem, um die Menschen in der Ukraine zu retten und zu unterstützen, aber das ist ja eh klar, müssen wir jetzt möglichst viel tun, um den Konflikt so kurz wie möglich zu halten. Dann gab es sozusagen Fragen
Also die Gazprom-Frage mit den Speichern, wie gesagt, die ist jetzt unter der Verwaltung der Bundesnetzagentur. Fragen, die vielleicht am ersten in Ihre Richtung gehen, Frau Krim, wie sind die weiteren kritischen Industrien mit Systemrelevanz, Stahl-Metallindustrie, zu beurteilen? Dann heißt Auffassung zu Atomenergie. Endlagerfrage, Atomanlagen, Terrorgefahr, wahre Kosten. Also da ist gibt es eine Frage nach Atomenergie. Da muss man dazu sagen, das ist von Habeck, von Robert Habeck geprüft worden. Wir haben nur noch 3 Atomkraftwerke, ob die einen relevanten Beitrag liefern können. Die deutschen Atomkraftwerke können keinen relevanten Beitrag liefern. Und das Problem ist, mal jenseits sozusagen der Fragen der ungelösten Endlagerung und des Risikos, dass die Energieunternehmen auch sagen, es ginge einfach technisch nicht mehr. Die sind so ausgelegt, dass sie runterfahren und außerdem brauchen die auch Treibstoff. Dann wird, wie gesagt, mich insbesondere Ihre Einschätzung interessieren, sozusagen weitere systemrelevante Industrien, dann wie wirkt sich das auf den globalen Süden aus und wie schaut es aus, droht nicht die Finanzkrise? Das waren sozusagen weitere Fragen und die Frage Reinhard Bütikofer ist gerade schon in Richtung Plenum weg. Und dann ja, dann kann ich ja vielleicht ganz kurz mal ein paar Themen auch kommentieren. Ich glaube, mit Blick auf den globalen Süden, da glaube ich auch, dass sich verschiedene Krisen anbahnen. Da hätte natürlich ein Ölembargo durchaus Auswirkungen. Einfach deswegen, weil der Ölpreis ja ein Weltmarktpreis ist. Und wenn wir Ölembargo gegen Russland aussprechen und jetzt auch verhindern würden, dass Russland das Öl anderweitig abverkauft, zum Beispiel dadurch, dass man auch die entsprechenden Reedereien in die Sanktionen einbezieht, also verhindert, dass die vielen nicht-russischen Schiffe, die ja auch das russische Öl transportieren, tatsächlich das Öl woanders abliefern, dann würde das natürlich den globalen Ölpreis betreffen und das würde natürlich auch Schwellenländer natürlich massiv unter Druck setzen durch die erhöhten Kosten. Das ist sicherlich was, womit man auch umgehen müsste. Dann ist es so, dass durch die fehlenden Agrarexporte eigentlich jetzt schon, und das war eigentlich vor dem Krieg schon ein sehr, sehr großes Thema, dadurch, dass die hohen Gaspreise die Düngemittelpreise erhöht haben, es droht durchaus eine globale Hungerkrise. Es wird die 3. große Krise in diesem Jahrzehnt sein, an der werden wir auch nicht vorbeikommen. Und das wird jetzt natürlich nochmal verschärft, dadurch, dass die Agrarexporte aus Russland und der Ukraine, die für einen signifikanten Teil der Agrarexporte weltweit verantwortlich sind, die werden jetzt wegfallen. Und das bedeutet natürlich bei uns Preiserhöhungen, aber in den Ländern der 3. Welt natürlich Hunger. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und etwas, was man immer mitdenken muss, ist, glaube ich, auch, dass man durchaus trotzdem nicht klar sagen kann, dass ein Embargo, eine Embargo-Entscheidung jetzt definitiv die schlechtere Lösung für den globalen Süden wäre, weil es so ist, dass ja auch Russlands Strategie sehr klar darauf abzielt, auch Flüchtlingsströme zu generieren. Das kann man ja vielfältig beobachten. Das war zu beobachten, als die Flüchtlinge nach Belarus gebracht wurden, um dann über die polnische Grenze in die EU zu kommen. Das kann man beobachten jetzt in der Ukraine und das ist eigentlich auch eine Strategie, die man durchaus auch unterstellen kann mit Blick auf Afrika. Und das Ziel dahinter dürfte sein, Europa durch diese Flüchtlingsströme auch massiv zu belasten. Insofern dem Einhalt zu gebieten, relativ konsequent, muss auch Teil unserer Strategie, unserer Bemühungen sein, weil das natürlich die Menschen wie auch die westliche Staatengemeinschaft unter massiven Druck setzen wird und auch viel Leid generiert. Was ich glaube,
ganz wichtig ist bei diesen ganzen Debatten um die gemeinsame Entscheidung der westlichen Staatengemeinschaft, ist eigentlich die Kooperation unter den Bündnispartnern in der Europäischen Union. Man muss natürlich sehen, dass verschiedene Staaten stärker getroffen sind von einem von einer Embargo-Entscheidung, genau die, die von russischen Energieträgern besonders abhängig sind. Und unter diesen Staaten sind Staaten, die sich die fiskalische Antwort darauf leisten können, aber auch solche, die das wahrscheinlich nicht können. Und da ist natürlich auch europäische Kooperation gefragt. Und ich glaube, das ist auch ein schwieriges Verhandlungsproblem, das noch der Lösung harrt. Im Prinzip ist es im Sinne der westlichen Staatengemeinschaft relativ konsequent vorzugehen, aber deswegen muss man sich eigentlich auch einigen, wie die Lasten gemeinsam getragen werden. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Problem, vor allen Dingen, wenn man nicht viel Zeit für diese Entscheidungen hat. Ob da genug passiert, entzieht sich meiner Kenntnis. Das wird man aber auch nicht öffentlich diskutieren. Das wäre zumindest nicht zu erwarten, aber es ist auf jeden Fall, wäre das ein Appell an die Politik, darauf zu drängen, dass da Entscheidungsprozesse initiiert werden, weil eigentlich man natürlich diese Entscheidungen leichter treffen kann, wenn entsprechend die Lasten so geteilt werden, dass keiner da in seiner Bevölkerung massivst unter Druck gerät. Es ist ja in allen Demokratien so, dass man das auch gegenüber dem Wähler natürlich verantworten muss, was man tut. Und das fällt besonders schwer, wenn klar ist, dass man da eine ganz bittere Kröte schlucken muss. Kritische Industrien wird es geben. Ich glaube, in wie stark Industrien betroffen sein werden, wird erstens davon abhängen, wie gut wir vorbereitet sind, wie konsequent sparen wir Gas ein, wie knapp es im nächsten Winter wird. Das ist der kritische Punkt, wo die Gasversorgung knapp werden könnte. Wie kritisch es im Falle eines Lieferstopps im nächsten Winter wird, das hängt einfach davon ab, wie konsequent wir es hinbekommen, wirklich alle Hebel in Bewegung zu setzen, um einzusparen. Das ist nicht leicht. Wir haben das in der Corona-Pandemie gelernt. Es gab ganz tolle Pläne, wie man sehr clever und intelligent mit der Corona-Pandemie umgehen kann. Und die Maßnahmen haben das oft nicht wiedergespiegelt. Aus ganz simplen Gründen, auch aus politökonomischen Gründen einfach. Und da muss man aber trotzdem schauen, dass man alle Hebel in Bewegung setzt. Ansonsten ist es natürlich so, dass es einige Industrien geben wird. Und ich glaube, das ist in der Politik jetzt eine große Herausforderung. Es gibt einige Industrien, wo klar ist, wenn das Gas nicht zur Verfügung steht, muss man vorübergehend zumachen. Aber eigentlich lohnt sich der Standort. Die Wettbewerbsfähigkeit wird erhalten bleiben, auch bei höheren Energiekosten nach dieser Krise. Und da kann man sicherlich jetzt durch Hilfsmaßnahmen, durch einen Rettungsschirm sagen, das überbrücken wir. Und wir können auch bestimmte Industrien vielleicht runterfahren. Das wird denen nicht gefallen. Aber in einigen Bereichen kann man das vorübergehend tun. Die Automobilindustrie produziert auch nicht, wenn sie keine Kabelbäume kriegt. Und sorgt dann dafür, dass die Kabelbäume woanders herkommen und produziert dann wieder. Bei anderen Industrien ist es so, dass eigentlich die Besorgnis auch aus dem Grund besteht, dass bei den höheren Energiebezugskosten, die wir zu erwarten haben, die Profitabilität einfach gar nicht mehr gewährleistet ist. Wir werden vor der Herausforderung stehen, viel schneller Transformationsprozesse umzusetzen, und wir werden uns auch entscheiden müssen. Wir werden nicht so viele Standorte in Deutschland erhalten können, wie wir das gekonnt hätten, wenn wir weiter billiges Gas bekommen hätten, weil wir Gas in ganz vielen Transformationsprozessen als günstige Übergangstechnologie eingeplant haben. Und das erfordert einfach sehr harte Entscheidungen. Und wie schnell die getroffen werden können, das wird sich zeigen. Aber ein Teil der sehr hitzigen Debatte rührt meiner Meinung nach auch daher, dass genau dass es für einige Industriebereiche auch existenzielle Fragen sich jetzt stellen, die natürlich ganz schwer zu klären sind in so einer Krisensituation, wie wir sie jetzt haben. Atomenergie, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Sie. Ich habe ursprünglich, als die Debatte anfing, war ich auch entschieden dagegen, die Kernkraftwerke zu verlängern, weil ich auch gesagt habe, das nützt uns ja gar nichts in dieser aktuellen Krisensituation. Für den nächsten Winter bringt das überhaupt nichts. Wir haben die Kohlekraftwerke, es ist viel einfacher, die Kohlekraftwerke zu aktivieren, nochmal kurz, um über diese
über diesen Winter zu kommen und Gasverstromung durch Kohleverstromung zu ersetzen und dadurch Gas einzusparen. Und die Kohlekapazität reicht auch dafür. Wir brauchen keine zusätzlichen Kraftwerke für dieses Jahr. Aber was man sich tatsächlich klar machen muss, ist, dass wenn wir jetzt wirklich unabhängig werden wollen von Russland, dann werden wir in eine Phase kommen, wo wir echte Knappheit erleben, wo die Erneuerbaren noch nicht ausreichend ausgebaut sind und wo wir aber eine Knappheit an fossilen verfügbaren Energieträgern haben. Und diese nächsten 2 bis 5 Jahre, in der Zeit noch die Kernkraftwerke, die jetzt noch am Netz sind, zur Verfügung zu haben, wäre aus meiner Sicht doch überlegenswert. Das bräuchte, wenn man das umsetzen wollte. Die Betreiber finden das sicherlich nicht attraktiv. Für die würde das größte Anforderungen stellen in vielen Dimensionen, Beschaffung der Brennelemente. Es müssten die Mitarbeiter der Kernkraftwerke, die ja auf den Kernkraftwerken geschult sind, aus dem vorzeitigen Ruhestand, in den sie versetzt werden, wieder rauskomplimentieren. Also da sind ganz viele Probleme mit verbunden. Das müsste die Politik sehr klar wollen, wenn das umgesetzt werden soll. Ich glaube, technisch wäre das schon möglich. Aber ob jemand diese Entscheidung trifft, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich glaube, dass wir uns in dieser Situation für die nächsten 2 bis 5 Jahre einen Gefallen tun würden, wenn wir wirklich alle Register ziehen, einfach weil wir in einer Situation sein werden, wo wir, wenn wir wirklich das Gas aus Russland nicht mehr in dem Umfang beziehen wollen, da werden wir ganz schön unter Druck sein. Und wenn wir das alles substituieren mit Gas vom Weltmarkt, dann wird die Energieerzeugung ganz schön teuer sein. Und in der Situation ist das natürlich was, was man wirklich dreimal nochmal durchdenken sollte, bevor man diese Option verwirft. Finanzkrise sehe ich nicht. Ich glaube, die Bankbilanzen, Russland hat nicht so viele Verflechtungen mit dem Westen, die sind auch abgebaut worden in den vergangenen Jahren. Ich glaube, die Bankbilanzen sind am ungünstigsten in Österreich. Da gibt es eine Bank, die durchaus in Gefahr ist, wenn es zu einem massiven Zahlungsausfall kommt. Aber ansonsten sind das Einschnitte, die unser Finanzsystem wegstecken könnte. Und ich glaube, man kann darauf vertrauen, dass die EZB das auch im Griff hat und dass die Banken da gut aufgestellt sind, um mit so einer Situation umzugehen. Bei einem Lieferstopp könnte es noch sein, dass Energiegeschäfte aus dem Energiebereich eine Rolle spielen. Aber also alles, was ich dazu weiß, deutet darauf hin, dass es kein substanzielles Problem geben würde. Nichts, wo man gar nicht intervenieren muss, gar nicht mal einspringen muss, aber auf jeden Fall kein substanzielles Problem. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 10 Minuten und wie gesagt, Reinhard Bütikofer ist bereits im Plenum. Es gab noch eine ganze Reihe von Fragen, unter anderem sozusagen, ich glaube, Änderung Strommarktdesign. Es gab Fragen Kooperation unter den Bündnispartnern über EU hinaus. Es gab Fragen nach Vertragsstrafen beim Energieembargo. Es gab Fragen nach Kritik an Deutschland auf EU-Ebene. Und dann Fragen, ob das Ölembargo noch ins 5. Sanktionspaket integriert werden kann. Ein paar Fragen sozusagen versuche ich zu beantworten, ein paar würde ich weitergeben. Und es gab Anregungen sozusagen in Richtung Lebensmittelverschwendung. Gibt es Kritik an Deutschland über die Frage hinaus? Ja, es gibt schon länger Kritik auf europäischer Ebene am Agieren von Deutschland. Das geht immer in die Richtung, Frankreich hat viele Ideen, Macron hat viele Ideen, Macron geht voraus und aus Deutschland kommt keine Antwort. Es geht immer in die Richtung, Deutschland ist das größte und ökonomisch mächtigste Land innerhalb der Europäischen Union und nimmt eigentlich die Führungsverantwortung. Wir tun uns das schwer als Deutschland. Aber es wird, wenn man in Europa unterwegs ist, wird nicht erwartet, dass, wie mal ganz ungeschickt ein deutscher Politiker gesagt hat, in Europa wird jetzt Deutsch gesprochen. Diese Art von Auftrumpfen wird überhaupt nicht erwartet. Aber was von uns erwartet wird, ist eine Führungsverantwortung, ist eine Aussage in Richtung, ja, es wird ganz hart, es wird ganz schwierig, aber wir gestalten das solidarisch und wir sorgen dafür, dass die Europäische Union zusammenhält. Das sind Dinge, die von uns definitiv erwartet werden.
Und wie gesagt, das Ölembargo wird es leider nicht mehr ins fünfte Sanktionspaket schaffen, auch wenn es nicht mehr viele Länder gibt, die da dagegen sind. Und wie gesagt, das mit den Vertragsstrafen, ich glaube, ist das Wegfall der Geschäftsgrundlage und die Auswirkungen vom Embargo auf den Börsenstrompreis. Ich weiß nicht, ob Sie da noch, Frau Professorin, Veronika Grimm, ich kann das nicht abschätzen. Es gibt Abschätzungen, die sagen, es wird sich gar nicht so fundamental ändern. Man sieht ja auch bereits, man kann ja bereits in die Jahre voraus jetzt Börsenstrom kaufen, für den man in 5 Jahren verbrauchen will. Er ist nicht völlig durch die Decke gegangen, aber ich weiß nicht, wie weit Sie da sich wagen, eine Prognose abzugeben. Ja, wirklich schwer zu sagen. Also man hat ja, als die Embargo-Diskussion sehr lebhaft wurde, hat man ja beim Gaspreis einen Ausschlag auf über 300 Euro gesehen, der ist dann relativ schnell wieder zurückgegangen. Also man hat schon gesehen, dass selbst die Diskussion eines Embargos dazu führt, dass die Preise schon ansteigen. Wie viel mehr dann passiert, wenn die Preise tatsächlich steigen, das ist sehr schwer abzuschätzen. Fakt ist, dass man auf jeden Fall schauen muss, dass man in dem Moment, wo auch die Lieferungen dann aus den bestehenden Verträgen wegfallen, dass man da sehr stark aufpassen muss, auch gerade bei den Gasversorgern, dass die nicht in diesem Moment in die Knie gehen, dass deren Verträge wegbrechen, die Lieferung aus den bestehenden Verträgen wegbrechen, aber sie natürlich die Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden haben, die zu beliefern und plötzlich das Gas zu viel, dem Vielfachen des Preises aus dem langfristigen Liefervertrag dann beschaffen müssen. Da muss man sicherlich dafür sorgen, dass die das finanziell überstehen, diese Situation. Aber das ist sehr schwer vorherzusagen, diese Turbulenzen an den Märkten, die dann einsetzen würden, die muss man sicherlich versuchen, in den Griff zu bekommen. Das ist ein kritischer Punkt bei so einer Embargo-Entscheidung. Und der andere kritische Punkt wäre dann der nächste Winter und die einschneidenden Entscheidungen, die da möglicherweise mit verbunden sind. Vielen Dank. Ist dann eine Frage, würde die Slowakei bereit sein, mitzugehen? Ich war vor kurzem in der Slowakei und wenn wir als Deutschland, als Europa solidarisch damit umgehen, wäre die Slowakei, die hat eine direkte Grenze zur Ukraine, die ist ganz hart betroffen davon, die wäre bereit, damit zu gehen. Wenn sie in Europa unterwegs sind, gibt es eine ganz große Bereitschaft, insbesondere in Ost- und Ostmitteleuropa, deutlich härter vorzugehen. Aber selbst Italien, das auch sehr abhängig ist, hat nun erklärt, seinen Widerstand gegen ein Energieembargo aufzugeben. Also es werden immer weniger Länder, die sich da weigern. Natürlich kann man auch immer argumentieren, viele verstecken sich dahinter Deutschland. Aber wie gesagt, meine Erfahrung jetzt auch als Europaausschussvorsitzender, der Druck aus den anderen europäischen Ländern in Richtung Energieembargo, man muss auch klar sagen, in Richtung mehr Waffenlieferungen, die ich auch angesichts der Lage für das Richtige halte, dieser Druck nimmt massiv zu. Und deshalb, jemand hat im Chat geschrieben, ist es an der Zeit, alle Register zu ziehen. Eine Abschlussfrage an Sie, Frau Professorin Grimm, und dann ist unsere Zeit auch schon wieder um. Es sind ja Horrorszenarien sozusagen im Raum. So nach dem Motto Millionen von Arbeitslosen, de facto komplette Deindustrialisierung, alle Lieferketten reißen. Wenn wir, natürlich ist es voraussetzungsvoll, solidarisch und klug reagieren, wenn wir Energiesparmaßnahmen umsetzen, wenn wir Rettungspakete schnüren und wenn wir eben all diese Register ziehen, vielleicht nicht alle, nämlich es gelingt nie alles, das ist politikökonomisch fast unmöglich, das ist einfach im normalen Leben nicht so. Aber wenn wir so richtig viel tun, von Kurzarbeitergeld über Einsparmaßnahmen, über Rettungspakete, gemeinsam europäisch koordiniert handeln, versuchen möglichst viele Demokratien, Sie haben vorher Japan mit erwähnt, dem man auch geholfen hat, Südkorea, USA, wenn wir da möglichst viel tun, dann bin ich persönlich davon überzeugt, dass diese Horrorszenarien nicht eintreten. Und man darf ja auch nicht eins vergessen, zu schwaches Handeln hat ja auch einen extrem hohen Preis, nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern insgesamt haben sie auch ausgeführt. Glauben Sie dann, dass es wirklich einfach Horrorszenarien sind oder wie groß ist die Gefahr, dass diese Horrorszenarien eintreten?
Ja, also die Analysen, die vorgelegt wurden von verschiedensten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich auch verschiedene Aspekte angeguckt haben, sprechen jetzt nicht für Horrorszenarien. Ich glaube, die Idee der Horrorszenarien kommt sehr stark dadurch, dass man natürlich, wenn man auf einzelne Industrien oder einzelne Betriebe guckt, dass man dann natürlich sieht, einem bestimmten Sektor geht es dann natürlich übergangsweise sehr, sehr schlecht. Wir müssen dann überlegen, ob wir bestimmte Wertschöpfung in der EU halten können, aber auch in der längeren Frist bei den höheren Energiepreisen. Also ich würde auch denken, dass wenn wir uns zusammentun in der Staatengemeinschaft und da eine Solidarität beobachten und die Einschnitte, die dann kurzfristig eintreten beim Embargo abfedern, dass das machbar wäre. Allerdings ist es natürlich voraussetzungsreich, weil wir tatsächlich wie bei Corona einen Schutzschirm für Teile der Wirtschaft bräuchten und eben mit Kurzarbeitergeld arbeiten müssten. Also wir wären dann wieder in einer Situation, wo wir die Ausnahmeregel der Schuldenbremse ziehen müssten und der Staat in seiner Versicherungsfunktion aktiv werden müsste. Ich glaube, dass für die geopolitische Situation, in der wir sind, in der wir ja stärker in einer machtpolitischen Weltordnung sind, es ein sehr wichtiges Signal wäre, wenn die westliche Staatengemeinschaft sich gemeinsam zu einer sehr konsequenten Reaktion koordinieren könnte, weil das natürlich auch vorbeugt, weil das natürlich auch den Anreiz sozusagen mit bewaffneter Gewalt zu agieren reduzieren würde. Und das würde im Endeffekt dann auch dazu führen, dass wir weniger bewaffnete Auseinandersetzungen und Leid beobachten würden. Vielen Dank, Frau Grimm. Vielen Dank, Reinhard Bütikofer. Vielen Dank an all die Zuschauenden. Und das ist auch meine feste Überzeugung, dass es nicht nur moralisch geboten ist, alles dafür zu tun, was möglich ist, um das Putin-Regime von den Geldflüssen abzuschneiden und der Ukraine zu helfen, sondern dass es, wenn auch kurzfristig sehr, sehr harte Realpolitik, dass es auch die geostrategisch bessere Politik wäre. Wir sind da weiter dran. Ich bedanke mich für die vielen Fragen. Wir konnten nicht alle exakt beantworten, aber wir haben uns bemüht, möglichst viele zu beantworten. Und es ist sicher nicht die letzte Veranstaltung zu dem Thema. Wir werden weiter Druck machen. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für Ihre Teilnahme und vielen Dank für die Teilnahme der vielen Menschen. Machen Sie es gut und schönen Abend noch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend noch.